Komm, machen wir. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht Wumpi mache, aber nee. Nee, 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 nee. Schön ist, ich kann es heute Abend noch schneiden. Jetzt habe ich schon drei Folgen wieder aufgenommen und hat Spaß. Idiot! Spaß dabei, wollte ich gerade sagen, eigentlich, aber ja. Ich denke, der Manuel ist. Und so kommt man an den da oben ran, indem man einfach hoch genug springt und dann den. Egal. Der sollte eigentlich normal drunter springen. In nur sehr wenigen Fällen, also bei mir immer, kommt der nicht runter. Muss man ihn runterholen. Ja, das war gut, ne? Und ja. Aber ich finde eigentlich das neue Skillsystem, habe ich schon gesagt zwar, aber eigentlich finde ich es ganz gut. Ich finde es nur komisch, dass irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich muss so viele Aktivs nehmen, weil die neuen Aktivs teilweise so geil sind. Zum Beispiel für die Feuerfaust habe ich so viele Aktivs. Jetzt hat der Abwehrzerreißer statt Waffenzerbrecher irgendwas habe ich. Oder zum Beispiel das eine, wo er so cool kurz unverwundbar ist und dann so vorschlägt, habe ich auch. Nutze ich auch mal hier. Und dann noch das andere, wo er einen so einen Schlag macht mit der Faust und dann noch mal so zuschlägt. Und dazu habe ich noch Speer der Walküre dabei. Also solltet ihr auch mich treffen, sag mal hallo. Ach ja. Ich glaube, ich zeige mal schnell noch mal alle meine Charakter kurz schnell hier. Damit ihr seht, wenn ihr diese Karte seht, könnt ihr mir einfach mal Hi schreiben oder hallo oder mich grüßen oder fragen, ob ich mit euch level, wenn ich in neuem Level bin. 90% werde ich eigentlich ja sagen. Sei denn, ich bin gerade dabei, irgendwas in irgendwo anzuschauen. Ist da dumm. Oder halt gerade auf PvP warte. Was in letzter Zeit ja oft so ist eigentlich. Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Schwertrufrang S habe. S plus meine ich. Das kommt jetzt schon wieder so angeberisch. Ja, ich habe einen Schwertrufer namens S Plus. Ja, der hat einen tollen Namen, ne? Ja. Ja, und ich muss sagen, wenn dies alles in Elsot jeder Rang gleich, welchen man hat. Es sind die genauso der immer noch gemein, so gemein wie in Rang B, E, A. Ja, obwohl, ja. Habe ich schon erwähnt. Nee, das habe ich noch nicht erzählt. Und zwar, ich habe mit meinem Runenritter PvP gemacht. War nicht mit dem halt. Habe ich halt PvP gemacht. Und dann haben mir mindestens zwei Personen geschrieben, Hacker. Was natürlich nicht stimmt, weil ich nur Noobs hacken, finde ich. Weil, wenn jemand was kann, dann schafft das auch ohne hacken. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das bestätigt oder nicht. Jedenfalls haben mich zwei Leute, glaube ich, mindestens Hacker genannt. Das Tolle war, es war nachdem das Event erst, also nachdem eine neue Skillshare ungefähr 2-3 Stunden, sagen wir 3-4 Stunden drauf war. Und da hat man sich dann, haben wir schon gedacht, lol, ich soll einen Bug, nee, Bug-User haben mich die auch genannt. Ja, ich soll einen Bug wissen, den es gerade mal seit, fuck, 2 Stunden oder 3 Stunden gibt. Okay. Oder manche auch, die schreiben, ja, danke für Video. Also, dass sie so ein Video gemacht haben, dass man Hack, dass man Noob war. Vor allem, was manche Leute sich davon erwarten. Hab schon so oft. Und ich habe noch nie jemals einen gesehen, der das hochgeladen hatte. Einer hat es wahrscheinlich mal ernst gemeint, dass er, weil er hat geschrieben, kannst sein Video auf YouTube anschauen. Weiß nicht, ob ich. Egal, jedenfalls.
Manche tun es, glaube ich, machen nur, um die einzuschüchtern und dann sagen, ja, wenn du mir jetzt 5 Millionen Ideen gibst oder alle deine Ideen, die du überhaupt hast, dann mache ich es nicht. Ich glaube, wie wird das manche sich sowas zu erwarten, aber ich würde mich freuen. Das Tolle war, ja, ich habe Video von dir, du Noob. Ja, da habe ich geschrieben, yay, ich komme auf YouTube. Das ist so eigentlich die beste Reaktion, weil damit rechnen die, glaube ich, eher nicht, dass man sagt, irgendwie so lustig drauf reagiert. Ich glaube, die denken dann eher noch, entweder man reagiert so drauf, oh nein, dann wissen ja alle, dass ich Noob bin, oder? Oder, ja, okay, mir egal. Aber, mir wäre es eigentlich egal. War ich halt mal, wenn ich selbst wenn ich wirklich Noobig gespielt habe, dann war ich halt mal in einer schlechteren Verfassung. Man kann nicht immer 100% in Elshot geben. Kann sein, dass man sich schon davor aufgeregt hat, weil die Aufnahme abgespackt hat. Oh! Oder halt, dass einem gerade die Finger einfrieren, weil keine Ahnung was. Meine Hände sind im Moment zum Glück sehr warm, also. Oh ja, ich habe warme Hände. Nee, aber dass man halt gerade sehr zitterig ist an den Fingern und deswegen, mit allen Möglichkeiten spielt, die man hat, kann immer mal passieren. Und ich würde niemals jemanden deswegen. Nein. 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 Das ist einfach nur Prinzip, dass ich ihn nicht entkommen lassen will. Ich lasse ihm nicht meine MP. HP. Die habe ich mir selber erfarmt. Aber ja. Ach, da könntest du mir vielleicht so ein Spiel empfehlen, was ähnlich wie Elshot ist, sowas halt auch, wo man nicht so wie bei den meisten, ich sage jetzt nicht gegen die zum Beispiel wie in Eternal, wo man nur also auf den Charakter, auf den Gegner klickt, dass er da, also an die Stelle klickt, dass er da hinläuft, der Charakter, und dann eventuell noch ein paar Knöpfe drücken muss. Ich will jetzt nicht sagen, ich spiele es auch selber in Eternal, aber hättet ihr noch wisst ihr irgendwelche Spiele, wo man das nicht einfach so machen muss, weil das ist, mir persönlich ist man meistens zu langweilig, wenn ich jetzt einfach nur klicken muss, dass der Charakter hinläuft. Deswegen spiele ich auch gerne Elshot, weil ich, ja, hier strenge ich mich ein bisschen an, wenn ich auch Noob bin, ne? Das ist so ein normaler, ich sage. Bug. Oh, damit gibt es auch einen schönen Bug, den möchte ich versuchen nochmal herzuführen. Weil, wenn die einen so versteinert und dann man währenddessen es einsetzt. Fuck, falsch. Und zwar jetzt halt, wenn ich das aktivieren könnte in der Sekunde, wo. Nein, falsch. Ich möchte den Bug versuchen zu aktivieren. Komm, bitte schieß. Schieß. Komm, schieß. Nicht so, sondern weil ich ein bisschen weiter schon in der Bewegung drin bin. Ich mache mal hier wieder volle Leben, weil ich sonst gleich tot bin.